Moin, willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte dir einen kleinen Einblick verschaffen in meine Vorbereitungen für den ersten Halbmarathon im Mai. Das ist aktuell die fünfte Woche und das war der Einstieg, falls du nicht weißt, worum es geht. Ich hatte es im letzten Video ja schon angekündigt, ich habe ein Paket aus Holland bekommen, aus den Niederlanden, Entschuldigung. Das habe ich heute Morgen ausgepackt. Ich zeige das mal eben. Mal sehen, was da so drin ist. Also ich weiß es ja. Es ist eine Uhr. Das ist meine neue Uhr. Die Coros PS3 in schicker Retro-Optik, wie ich finde. Ich trage die erst heute, deswegen kann ich noch nicht so viel sagen. Fakt ist auf jeden Fall, ich mag sie jetzt schon. Die ist super leicht. Die wiegt mit Armband gerade mal 30 Gramm im Vergleich zu meiner vorherigen Garmin. Die hat 80 gewogen. Mag zwar jetzt nicht so viel erscheinen, aber wenn man kocht und dann statt 30 Gramm Mehl mal eben 80 reinmacht, ist das schon... Ich werde die Uhr auf jeden Fall im Laufe der Woche mal testen, mit zum Sport nehmen, alles Mögliche an ihr ausprobieren und wir entdecken sie quasi gemeinsam. Und dann am Ende oder im Laufe des Videos und im Laufe der Woche gibt es dann irgendwie ein Fazit. Fakt ist, wie gesagt, ich mag die jetzt schon, gerade weil die so leicht ist. Die stört nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie nicht stört. Das ist schon mal ganz gut. Also mehr dazu später. Jetzt geht es erstmal weiter mit Dienstag. Und ich komme gerade aus dem Fitnessstudio. Ich habe eigentlich genau das gemacht, was ich letzten Donnerstag gemacht habe. Wenn es dich interessiert, dann guck dir einfach das Video von letzter Woche an. So einfach. Will noch mal eher was zu der Uhr sagen. Und zwar der nächste positive Punkt, den ich so rausgefunden habe, ist die Akkuleistung. Also der Teil hält wahrscheinlich ewig. Ich habe die Uhr ja gestern bekommen und die hatte noch 15% Akkuleistung. Dann habe ich es installiert, Updates gemacht, rumgespielt an der Uhr und dann am nächsten Morgen hatte ich nur 6% Akkuverlust. Das heißt, im Prinzip so in grob 24 Stunden, weil ich habe die Uhr ja am Tag umgehabt. Das ist schon geil. Das hätte meine Apple Watch nie hinbekommen und die Garmin, die ja eigentlich auch sehr gut ist, auch nicht. Also von daher schon mal ein dicker Pluspunkt für die neue Uhr. Was ich vorher schon mal gut fand, ist die App an sich. Die ist sehr übersichtlich, sehr modern. Das habe ich halt bei vielen schon gesehen, wenn die ihre Daten mal gezeigt haben irgendwo. Bei Garmin sah das immer so ein bisschen nach Windows 95 aus. Also nicht so geil. Es kommt natürlich auf andere Sachen an, aber das passt halt, diese Symbiose. Dann tolle Uhr, tolle Daten und so weiter. Mehr Eindrücke im Laufe des Videos. Das war es erstmal für heute und weiter mit Mittwoch. Intervall Mittwoch, um genau zu sein. Kennt man ja mittlerweile. Heute ist übrigens auch der 1. Mai, das heißt der Tag der Arbeit. Und deswegen gab es auch was Leckeres vom Grill, gepaart mit ein paar Bier, wie Frühschoppen. Naja, für mich allerdings alkoholfrei, weil ich habe doch ein bisschen was vor heute. Und zwar 12x30 Sekunden Intervall Sprint und 30 Sekunden Erholung. Das hatte ich am Anfang schon. Ich fand das ziemlich fordernd. Aber die Woche soll generell ziemlich hart werden. Ich freue mich auch schon sehr. Ja, ich fange mal an. 10 Minuten Aufwärmung, dann die Intervalle und dann irgendwie wieder was zum Abkühlen. Melde mich dann irgendwann nachher mit den Zeiten. Man kann übrigens jedes beliebige Training, jedes Workout, jeden Intervall mit der Handy-App erstellen und dann an die Uhr senden. Im Prinzip Workout erstellen, meinetwegen verlaufen. Dann entscheidet man sich, will man aufwärmen, ja, nein. Dann Intervalle, ja, nein. Wenn ja, wie viele, mit welcher Intensität oder mit welcher Geschwindigkeit. Dann auch vielleicht zum Abkühlen irgendwas. Den ganzen Kram synchronisiert man dann mit der Uhr. Fertig. Bonus noch, man kann das in einen Kalender eintragen, meinetwegen für den 31. Dezember oder sowas. Wenn man dann einen Training startet oder einen Lauf starten möchte, sagt die Uhr einem, hier Onkel, du hast da ein Training geplant. Mach das mal, ja oder nein. Und dann macht man das. Ja oder nein. Also ich finde es gut. Das ging auch bei der Garmin so. Ich finde es halt nur hier etwas besser. So, das war der Intervall für heute. Ich finde das immer ziemlich anstrengend, weil die Erholungsphasen, die sind halt ziemlich kurz, nämlich nur 30 Sekunden. Hier mal die Zeiten, ich denke mal, die sind ganz okay. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Deswegen sehe ich es wahrscheinlich auch erst, wenn das Video online ist oder wenn ich es schneide. Übrigens stehe ich hier gerade am Hafen und es ist windig. Deswegen gehe ich erst nach Hause, mache was zu essen und dann, keine Ahnung, weiter mit dem Donnerstag. So, entgegen der Ankündigung im letzten Video war ich dann doch im Fitnessstudio, weil ja, von nichts kommt nichts und ich mache mich auch nicht tot. Und zweimal die Woche ist okay, finde ich. Ich habe jetzt auch nicht gefilmt, weil ich das nach wie vor irgendwie ein bisschen komisch finde, aber hier ist ein Foto von mir. Ich war da. Also falls es wirklich irgendwie Menschen gibt, die sich dafür interessieren, was ich da mache, kommentieren. Und dann lasse ich da mal ein Profi-Filmteam einfliegen und das kann mich dann beim Training filmen. Natürlich nicht. So, den Rest konnte man durch den Wind nicht hören. Ich hatte noch kurz was zur Uhr gesagt. Also ich habe die wieder 24 Stunden umgehabt. 5% Akkuverlust. Das ist ein Witz. Also Daumen hoch, Coros, hast du echt gut gemacht. Weitere Erfahrungsberichte folgen dann im Laufe der nächsten Zeit. Weiter mit Freitag.
So, der erste Freitag seit langem, an dem es mal nicht regnet, wenn ich Feier mache. Das heißt, ich gehe so eine Laufen und zwar 3x3 Kilometer Tempolauf. Sprich, 3 Kilometer schnell mit, naja, schnell mit 35 RPs. 3 Minuten Erholung zwischendurch, das Ganze dreimal. 10 Minuten Erwärmung vorher, 10 Minuten Cooldown nachher. Ich denke mal, irgendwann melde ich mich. Danach, davor, wie auch immer. Bin übrigens im April 134 Kilometer gelaufen, also jetzt im Zuge dieser Trainingsgeschichte, ja, für den Halbmarathon. Man muss immer wieder erwähnen, warum man den ganzen Quatsch macht. Das ist für einen Halbmarathon übrigens, ne? Die zweitlängste Strecke bisher. Ich bin nämlich September, Oktober 2023 mal 30 Tage lang 5 Kilometer am Tag gelaufen. War auch sehr gut, allerdings halt nur immer kurze Strecken. Von daher sind diese 134 jetzt zwar weniger, aber generell mehr, weil anstrengender, also besser, mehr und besser und toller und wichtiger und überhaupt. Es ist definitiv wieder die Zeit, wo man früh morgens oder spät abends laufen sollte. Es wird schon warm. Übrigens beim Aufwärmen und bei den Pausenläufen habe ich wirklich versucht, diesmal den vorgegebenen Wert zu laufen. Das heißt, mit der niedrigen Herzfrequenz irgendwie. Ich habe es nicht geschafft. Ich war immer drüber. Egal wie langsam ich gelaufen bin. Also war wirklich, ich bin fast schon gegangen und es war immer noch zu schnell. Also irgendwie, ja, weiß ich nicht. Generell war sehr anstrengend. Das mal kurz hier so die Zeiten. Und ich muss sagen, ich habe neulich beim Frage-Antwort-Video mal gesagt, es gab bisher noch keinen Moment, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr, ich gebe auf. Heute war so ein Moment. Irgendwie so Kilometer vor dem letzten, also vom Ende des dritten Tempoabschnittes. Da dachte ich mir, nö. Ich habe es geschafft. Es war auf jeden Fall sehr warm. Ich gehe nach Hause, duschen. Da muss ich mal gucken, weil die Uhr sagt jetzt, ich soll mich 40 Stunden lang erholen. Da denke ich, ich möchte aber morgen früh, also am Samstag, gerne den 2-Stunden-Lauf machen, weil Sonntag habe ich schon was vor. Vielleicht erhole ich mich ja schneller. Naja, mal sehen. Gute Nacht. Das Handy oder besser gesagt die Uhr oder die App zur Uhr, die gibt mir auch so eine schöne Rennvorhersage, die dann anhand der Trainings, die man so gemacht hat oder der Läufe im Prinzip, lese mal vor, die vorhergesagten Rennzeiten basieren auf der besten Leistung mit aktuellen Umgebungsbedingungen. Anhand der Daten könnte ich 10 Kilometer in 48,22 beenden, einen Halbmarathon in 1 Stunde 49 ungefähr, einen Marathon 3 Stunden 50. Ich denke mal, nee, noch nicht. Lass es mal ein bisschen mitlaufen und spätestens nach dem Halbmarathon habe ich ein paar mehr Werte und Zahlen oder die App hat mehr Zahlen, um mir da irgendwie eine genauere Prognose geben zu können. Aber ein nettes Tool, also bin gespannt. So, laut meiner Uhr bin ich auch wieder im Normalzustand, also ausreichend erholt. Finde ich, es reicht, 82% sind okay. Das heißt, ich mache die 2 Stunden heute schon. Bin gespannt. Ich habe mir auch ein bisschen was zu essen mitgenommen. Und der Plan ist, dass ich die 2 Stunden wirklich entspannt laufe. Also mit einem 6 RPs, dass ich erstmal die Strecke so kennenlerne. Was der Plan ist. Und hier ist irgendwie was los. Irgendwo Action und Polizei. Naja, wie auch immer, laufe dran vorbei. Bis später. Das ist übrigens meine Katze. Ich denke mal, so eine Katze ins Video einbauen, das ist immer ganz gut. Auch wenn sie nie will. Annie will sie. Ich habe mir mal wieder die beste Strecke rausgesucht hier. Willkommen am Arsch der Welt. Dieser Krach vorhin, das waren übrigens Demonstranten mit einem Auto, Corso, Torso, mit einer Autoreihe. Die haben irgendwie, weil die gegen die Straßenverhältnisse oder irgendwas demonstriert, weil die haben ständig gerufen, die Ampel muss weg. Also irgendwie geht es hier um die Straßen in Wismar, weil, also ich verstehe es ja, zwischen Bahnhof und, also am Hafen lang im Prinzip. Da sind auf 500 Meter locker 3 Ampeln. Das steht man als Autofahrer oft sinnlos, kommt nicht weiter. Ob das jetzt so eine gute Idee war, da zu demonstrieren mit Autos, ach, egal, es geht um was anderes. Mein Gel, das ist meine Mahlzeit heute. Geht, hau ab. Scheiß Mücken, ich muss weiter. Ah, stehen bleiben war eine doofe Idee, ich werde jetzt erstochen. Den Riegel habe ich übrigens vorher schon gegessen und der war lecker. Das erinnert mich so ein bisschen an die Zeiten, als die Kinder noch klein waren. Da haben die sowas gegessen und wenn die nicht mehr wollten, habe ich das auch gegessen. So, weiter geht's. Knappe Stunde noch. Ich freue mich auf den Schluss. Bis gleich. Nach ungefähr einer halben Stunde habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt lauf mal ein bisschen schneller. Vielleicht schaffst du ja auch innerhalb der 2 Stunden die 21,2 Kilometer. Ob das funktioniert hat, mal sehen. Geschafft. Wahnsinn. Also das war auch das Maximum erstmal. Ich bin irgendwie die letzten 3 Kilometer, glaube ich, ziemlich schnell gelaufen. Das wäre also das Tempo für den Halbmarathon in ungefähr 3 Wochen. Wahrscheinlich würde ich dabei zwischendurch mal ein bisschen schneller laufen und nicht am Ende, weil man ist eben doch irgendwie ein bisschen fertig. Meine Stimme ist auch weg. Das war's für die Woche. Anstrengend. Vielen Dank. Bis zur nächsten Woche. Peace out.